Am Vormittag des 20. August 2023 luden die Mitglieder des Vereins Mansfelder Bergwerksbahn, unterstützt durch weitere regionale Eisenbahnvereine und Unternehmen, zu einem musikalischen Frühschoppen unterm Wasserturm am Bahnhof Kloster Mansfeld ein. Neben Bier vom Fass sowie alkoholfreien Getränken wurden auch Leckeres vom Grill, Fischbrötchen und Erbsensuppe angeboten. Wir haben uns mal gedacht, dass auch wir mal ein bisschen mitfeiern können, dass wir mal die Eisenbahn nur so fahren, wenn sie sowieso unterwegs sind, und machen mal hier unterm Wasserturm, der ja auch ein bisschen Schatten spendet, im Hochsommer mal einen schönen Frühschoppen, besorgen uns eine angenehme Musik, kommen mal ins Gespräch miteinander und reden über das eine Ding, das natürlich logischerweise auch was mit der Eisenbahn zu tun hat. Und das ist heute am 20. August hoffentlich ein günstiger Zeitpunkt. Soll das eine Eintagsfliege bleiben? Nein, wir testen da so, dass wir sagen, macht uns das Spaß, wird das angenommen, kommen ein paar Leute rum, und wenn das so ist, werden wir das öfter machen. Hingucker und begehrtes Fotomotiv war an diesem Tag die von Wolfgang Koch original nachgebaute Lok 20 des Mansfelder Bergwerksvereins. Gut 10 Jahre war der Eisleber mit dem Bau des Echtdampfmodells beschäftigt. Maßstab ist 1:6 und das Modell fährt auf Gleisen der Spur 5 Zoll. Ja, umgerechnet sind das 127 mm ins Deutsche, und das ist eine Gartenbahnspur für Personenbeförderung. Ich habe Lokomotivschlosser gelernt hier bei der Mansfeld, habe eine sehr gute Ausbildung gehabt und habe mich schon immer für Technik interessiert, ja, speziell auch für Dampftechnik und so. Ja. Und da bin ich dann immer dabei geblieben. Und wo das in den 90er Jahren mit dem Modelldampfdarre losging in Hettstedt, wurde ich da noch inspiriert ein bisschen. Okay. Und da habe ich mir das so überdacht, naja, da das sowieso dein Hobby ist, versuch's dich einfach mal. Und dann hat sich das dann so ergeben, und ich bin immer am Ball geblieben, und hat Jahre gedauert, bis es soweit war, dass ich fahren konnte. Aber jetzt ist alles schick, jetzt funktioniert's, und es macht auch richtig Spaß. Ich stelle gerne aus, auch Leute, die der Technik interessiert sind, ja, die können sich das gerne anschauen, ja, was man auch noch machen kann. Und vielleicht auch die Mitarbeiter hier von der MBB, echte Lok 20 ist ja in Teilen zerlegt. Ja. Ja, vielleicht so als Inspiration noch einmal, ja, dass es mal wieder einen Schub gibt irgendwo. Ne? Ebenfalls für Inspiration, aber auch beste musikalische Unterhaltung sorgten bei den Gästen unterm Wasserturm die Boogiehechte aus dem Erzgebirge. I need her better, darling, oh so bad. The best little girl that I ever had to slow down. Oh, but my baby and I am moving way too fast. Slow down, slow down. You're gonna give me a little loving, give me a little loving. The one I love at last. Und übrigens waren die Boogiehechte auch am Nachmittag auf der Tour der Wipperlesen musikalisch präsent, als während der Fahrt die vom Leipziger Künstler Tino Schneider gestalteten Schalthäuschen auf der Strecke offiziell eingeweiht wurden.